kommt ja nie was an. 0,5 pro Sekunde. Ach du Kacke, dauert das lange. Das Ganze für 17 Mauern. Gott verdammt. Okay, hier ist es ein bisschen mehr, das ist schon mal schick. Bau dich auch mal um, bitte. So. Ah, schon wieder Kohle holen. Und eigentlich soll ich direkt Fuel Blocks holen. Also die Kohle Fuel Blocks, aber. So. Und daraus machst du bitte einfach nur Brickets. Dann kann ich mir später selber einen Reim daraus machen, ob ich das zu Mauern verarbeiten will oder nicht. Aber Hauptsache erstmal haben. So, hier müsste sich das langsam ganz schön stauen. Naja, geht. Okay, kann ich also auch eine Weile ignorieren. Stromversorgung staut sich fleißig. Die Kiste füllt sich auch. Das heißt, ich könnte jetzt ein bisschen was von dem Stein nehmen, um das hier aufzufüllen. Um schon mal die nächste Reihe vorzubereiten. Oh, sehr schön. Bessere Boiler? Ja. Bessere Boiler klingt sehr gut. Klingt irgendwas anderes besser? Was ist das? Electronics Assembly Machine. Das könnte dafür da sein, die Chips einfach herzustellen und nicht so einen riesen Rattenschwanz zu haben. Was muss ich mir denn später anschauen? Waffen. Military 2. Piercing-Munition für mich persönlich wäre noch sehr schön und kostet nur 20. Außerdem erlaubt es Gates, die zwar teuer sind, aber inzwischen nicht mehr ganz so teuer, weil es jetzt automatisiert ist. Very simply device replication piercing bullets. Achso, nee, mit Replicator habe ich noch gar nicht auseinandergesetzt. Combat Robotics, Landmines. Die ganzen neuen Symbole muss ich besser mit anfreunden. Sehen zwar definitiv besser aus als früher. Man braucht halt einen Moment, um zu erkennen, was sein soll. Ja, Waffenforschung klingt gut. Mama. Was mit dir? Da sind nur 109 drin. Das könnte also noch ausgebaut werden. Liegt dann aber eher hier an der Kohle. Das heißt, ich mache hier mal ein bisschen Platz. Und setze hier noch welche hin. Habe ich noch welche auf Vorrat? Zwei Drills oder so? Ne. Bau bitte zwei stinknormale Drills. Und setze sie dann hier ran. Geht das hier oben auch noch weiter mit Kohle oder ist das Schluss? Ne, hier könnte ich auch noch so ein Doppelset hinboppen. Aber erst wenn die dritte Reihe unten an Boilern und die Menschen kommt. Jetzt reicht erstmal. Oh, es ist dunkel. Einmal Licht. So. Wenigstens so ein bisschen zwischendurch, ja? Bau noch ein paar mehr davon. So. Bau. Da. Dich hin. Es wurde auch noch vorgeschlagen, dass ich doch nochmal einen Blick auf den Replicator-Mod werfen sollte, aber nicht in Hinsicht auf das Replizieren selber, sondern auf deren anderen Gebäude, weil die haben ja zum Beispiel auch einen Schmelzofen. Und zwar einen kleinen Schmelzofen, der vielleicht nicht ganz so teuer ist wie der elektrische Ofen und weniger Platz verbraucht. Ich wüsste jetzt allerdings nicht gerade, welches hiervon die Replicator-Geschichte ist. Replication 1. Tinemut Utilization. Simple Replicator. Ja, das will ich ja gar nicht. Da ist er. Tinemut Interaction Furnace. Ich versuche gerade den Lore-Text da durchzulesen, aber das ist nur Fachjargon. Ja, scheint ein Ofen zu sein. Kostet nur 10. Research, go. So, Kohle kommt. Ihr seid alle in Arbeit. Gut, ich nehme mir trotzdem mal alles hier an Blöcken mit, damit ich nicht immer mit Kohle nachschippen muss, weil das dauert zu lange. Das ging echt schnell. Energy Consumption 180 Kilowatt. Crafting Speed 1. Wie schnell sind die anderen? Crafting Speed 2.
brauche 180 Kilowatt in Form von Treibstoff. Und was mit dir? Du hast einen Crafting Speed von 2 und brauchst auch 180. Also der Replicator-Dingens hier ist nicht besonders effektiv, weil er braucht genauso viel Strom, wenn ich es richtig sehe, und ist dafür langsamer. Braucht aber nur 5 Eisenplatten und einen Dark Matter Scoop, wobei ich nicht weiß, was ein Dark Matter Scoop ist. Braucht Tenermut und eine Eisenplatte. Ja, also die kann man sehr schnell herstellen. Gibt es davon eine MK2-Variante? Ich weiß, früher gab es die. Aber es steht hier nichts mit, ne? MK2, MK3 und so weiter. Vielleicht hier bei den höheren davon? Replicator 3? Nö. Nee, ich denke, den Vorschlag werde ich dann erstmal ignorieren. Weil ich dann lieber gleich in Richtung Electric Furnace gehe, die dann ne, doppelt so schnell sind beim gleichen Stromverbrauch. Electric Energy Distribution würde mir bringen Medium Poles. Wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Was haben wir da? MK2 Poles. MK3 Poles mit 11x11 Radius. Aber nee, ich suche eigentlich die... Oh, wie hießen die? Die Substations suche ich. Du bist keine Substation, du bist eine Advanced Artillery. Okay. Kleine Details. Es müsste stromartig aussehen und keinen Rahmen drumherum haben. Hier, Electric Poles, Energy. Da ist es. Wow. Okay. Ist schon ein bisschen high-techiger. Medium Electric Pole MK2. Im Gegensatz zu dem Medium Electric Pole MK2, den ich bei dem anderen habe. Oh Gott, jetzt geht's wieder los. Okay, da ist die Substation mit 14x14. Wi-Fi Electric Pole. 49x49. Ja, das ist definitiv High-End. Aber nicht die Art von High-End, die ich gesucht habe. Substations 2, da. 20x20. 26x26. 32x32. Das habe ich gesucht. Und ich lese gerade Nitinol. Da gehen bei mir auch die Alarmglocken los. Das war schlimm damals. Und was seid ihr? Ihr seid Science Pack 4. Im Gegensatz zum Alien Science Pack. Okay, also Substations kann ich erstmal knicken. Was haben wir da? Bessere Schmelzöfen braucht Advanced Electronics. Advanced Electronics braucht tierisch viel Gedöns. Machen wir da weiter. Gut, sehr viel zu tun. Ich wollte Landfill bauen. Und das ist schon mal vorbereiten auf unsere zukünftigen Energiebedürfnisse. Ein paar Akkus wären noch ganz schick. Nicht, dass ich sie jetzt direkt brauchen würde, weil die arbeiten ja durchgehend und ich habe ne, keine Schwankungen wie bei den Solarpanels oder den Lasertürmen in den letzten Staffeln. Aber dennoch hätte ich ganz gerne Akkus, einfach nur für den Vorrat, falls hier mal irgendwas ausläuft. So. Also Akkus stehen noch auf dem Plan. Dann Richtung Lasertürme trotzdem schon mal gehen, weil das mit den Daka-Daka-Turmen da verbraucht mir zu viele Ressourcen. Und ja, ich habe zwar hier ein großes Eisenfeld, aber das wird irgendwann auf 10% runtergewirtschaftet sein und dann bringt mir das fast gar nichts mehr. Und die Mauer ist noch gar nicht fertig gewesen. Ja, irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass das fertig war. Sonst hätte ich jetzt nicht die halbe Stunde in Ruhe vor mich hergewerkelt. Waffen waren fertig, richtig? Ja, dann hätte ich ganz gerne kurz... Oh, das ist echt so verlogen teuer. Reinforced Concrete Wall, Reinforced Concrete Gate. Ja, also das ist echt abschreckend. Ich glaube, ich mache erstmal irgendwas, was nur Rot braucht kurz, wie zum Beispiel eine große Lampe. Nein. Wie soll diese Assembling Machine? Du. Ja, nicht sehr weit gekommen. Oh gut. Türme sind da auch noch keine, Gott verdammt. Aber gar nichts gemacht hier.
Setz dich mal. 1, 2, 3, so dahin. Hat natürlich jetzt auch nicht ordentlich viel Muni dabei, weil ich alles in die anderen Türme reingesetzt habe, ne? Du kriegst schon mal hier, falls von oben rechts wieder was kommt. Das heißt, Mauerstücke sammeln, Bricks sammeln, daraus Mauerstücke machen, Munition sammeln. Was mit den 100 Tränken könnte was hinhauen. Oh, ich habe euch noch gar nicht ersetzt. Flop. Den einen jedenfalls nicht. Sehr gut. Und für den Eigenbedarf kann ich hier ruhig auch mal ein paar mitnehmen. So. Munition, Munition, Munition. Du, her damit. Ich hätte gerne auch mehr von den Türmen. Brauch Zahnräder. Habe ich Zahnräder in der Kiste? Ja. Wow. Zahnräder. Brech die hier alle ab. Bau die jetzt neu. Und zweimal Radar. Ich glaube, Radarschüssen habe ich noch gar keine gesetzt. Was aber recht hilfreich wäre, um zu gucken, was hier noch so an Basen rumlungert, weil unsere Smogwolke, die immer größer wird, ist schon weit außerhalb unseres sichtbaren Bereiches. Das heißt, ich trigger vielleicht die ganze Zeit irgendwelche Basen, die am Mutieren sind, ohne dass ich es wirklich mitbekomme. Was jetzt nicht so gut wäre. So, Assembling Machine wäre fertig. Long Inserter klingt nicht schlecht. Jo, mach mal. Du bekommst hier auch noch einen Turm. Nur für den Fall, dass von oben links mal was kommen sollte. Warum auch immer. So. Und hier hätte ich gerne Radarstation. Alles daneben. So, hier. Du gehörst dahin. Das ist hellblaue da. Das ist Eisen, das ist Eisen. Gemstones. Ne, das ist grüne. Genau da, wo die Minimap ist, ist irgendwas. Zink. Zinkohr ist da. Okay. Und da habe ich gerade was Rotes wieder rumflackern sehen. Ist das schon ein Ausläufer von der Basis? Oder ist das eine angreifende... Geh mal raus. Lass das mal auf. Wow. Ach du Kacke. Ah ja. Also da ist definitiv eine Basis und da ist ein Pulk an Viechern. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Also ob das ein geplanter Angriff ist oder ob die gerade noch eine neue Basis bauen oder was auch immer. Aber ich habe das Bedürfnis, jetzt hier mehr Mauern zu bauen, obwohl da hinten noch gar nicht zu ist. Einfach nur, weil das hier dann die wirklich nähere Bedrohung ist als das andere. Forschung. Forsch bitte Bullet Damage. Ich habe das Bedürfnis zu töten. Und nicht zu sterben. Gib mir die Munition. Und bau ein bisschen Piercing Money. Wofür ich Kupfer brauche. Was war das? Oh, ich habe sie geschossen. Mach das mal so, dass hier ein bisschen mehr Kupfer eingesammelt wird. So. Okay. Mehr Piercing Money, mehr Piercing Money. Die echt ziemlich teuer ist, muss ich gerade sagen. Okay. Und die kommt direkt hier unten rein. Ich hoffe, wenn ich die Piercing Money verballert habe, schnappt sie automatisch dann die andere Munition. Du bist eine Heavy Ammo, was Besseres habe ich noch nicht, ne? Ne. Okay. Das bitte alles einmal mitnehmen. Grüne Trankproduktion kommt sehr gut voran. So. Das heißt, selbst die 100 für die Geldgeschichte wäre jetzt machbar. Okay, was war mit Schmelzöfen da? 10 Stück davon. Go, go, go. Sofort hier ersetzen und überhaupt und alles. Schneller. Blub. Der Treibstoff wurde automatisch übernommen. Das ist sehr gut. Ich mache das mal so, dass jetzt überall 36. Ja, das ist okay. Es hält eine Weile. Flup, flup. Sehr gut. Dadurch müsste auch die Ärmchenproduktion schneller laufen und.
da auch noch. Und dann noch die Stahlherstellung. Wie viel Stahl habe ich gerade? Eigentlich genug. Oh, ich mach trotzdem mal schneller. Einfach, weil ich es kann. Und da kommt ein größerer Angriff. Wow, wow, geil. Okay. Ich werde absolut keine Probleme haben, an Alien-Artefakte ranzukommen. Bin ich mir relativ sicher. Hammer. Genau so hätte das von vornherein sein müssen. Das ist so ein richtiges Starship-Trooper-Feeling. So ein ganzes Meer aus fichernem Chitin, das auf einem zugekrabbelt kommt. Sehr cool. Du brauchst das da. So, und ich brauche definitiv mehr Mauern. Und bessere Türme und mehr Bullet-Damage-Forschung und Shooting-Speed und Eigenbedarf. Zacka-Zacka-Munition überhaupt. Bau. Da. Mehr davon.